Mein Name ist Stefanie Dimmerler, ich bin Professorin für experimentelle Medizin und leite seit 2008 das Institut für kardiovaskuläre Regeneration an der Goethe-Universität Frankfurt. An unserem Institut erforschen wir die Ursache und natürlich auch die Therapie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, insbesondere Herzinfarkt und Herzmuskelschwäche. Zum Ersten untersuchen wir Stammzellen, um damit die Regeneration des Herzens zu verbessern. Ein zweites Forschungsgebiet beschäftigt sich mit kleinen Genschnipselchen, sogenannten MikroRNAs. Die Herz-Kreislauf-Forschung hat eine lange Tradition an der Goethe-Universität Frankfurt und wir werden durch das Land Hessen sehr unterstützt. Auch durch das LOEWE-Programm, dem Zentrum für Zell- und Gentherapie, werden Projekte unterstützt, die uns helfen, unsere Forschung im Labor tatsächlich in die Klinik zu bringen, um nicht im Labor stecken zu bleiben, sondern tatsächlich etwas hoffentlich auch für die Patienten tun zu können.